Willkommen zu einer neuen Runde Trains im World 3 hier auf München-Augsburg. Mir ist aufgefallen, dass ich länger kein ICE mehr gefahren bin und länger kein Fernverkehr mehr gefahren bin. Das hat halt viel Regionalverkehr gewesen, deswegen habe ich gedacht, fahren wir das mal wieder. Außerdem möchte ich heute mit euch ein bisschen darüber reden, was sonst noch so angekündigt wurde für Train Sim World 4. Wer das noch nicht mitbekommen hat, kann gerne mein letztes Video angucken. Train Sim World 4, das musst du wissen, heißt das. Da habe ich alle wichtigen Informationen genannt und so ein paar Kleinigkeiten, die habe ich da aus Zeitgründen noch nicht genannt. Die werde ich jetzt mit euch heute nochmal besprechen. Außerdem die Zukunftspläne. Was so für Train Sim World 4 in nächster Zeit noch so geplant ist. Genau. Hier drüben haben wir noch die Regionalbahn. Wo fährt die hin? Wann fährt die? Augsburg Hauptbahnhof 16:17 Uhr. Pasing, Mering, Mering, Afra, Kissing. Genau. Und wir fahren nach Nürnberg Hauptbahnhof über Augsburg, Donauwörth, Treuchtling. Sehr interessanter Fahrweg irgendwie. Genau. Über Nürnberg wird man ja eigentlich dann über die Schnellfahrstrecke über Ingolstadt fahren, aber offenbar gibt es ja auch Züge, die das nicht tun. Die AFB müssen wir noch einstellen. V-Soll-Freigabe. Moment, da habe ich den Knopf getroffen. Den SIFA-Trennschalter, den PZB-Trennschalter, den LZB-Trennschalter. Dann stellen wir die AFB noch auf 40 hoch. Und ich würde sagen, dann machen wir die Tür mal langsam zu, damit wir keine Zeit verlieren. Schließvorgang eingeleitet. Ja, also, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dieses minimale Hub wurde ja auch angekündigt, dass es das geben soll, dann, dass man minimaleres hat, als das jetzt einstellen kann, wo man wirklich, wo man diesen, wo man so einen Mittelweg eben findet zwischen zum einen ohne Hub fahren und aber trotzdem die Strecke nicht auswendig können müssen, weil das kann man als nicht streckenkundiger halt einfach nicht. Das ist schon, also das ist schon cool, dass es das ein Train Level 4 geben wird. So, wir haben Ausfahrt hier aus München Hauptbahnhof und fahren Richtung Augsburg. Das letzte Mal, das ist tatsächlich schon, glaube ich, 10 Monate her, da sind wir wieder auf München Augsburg andersherum gefahren, also von Augsburg nach München beim ICE, also die letzte Folge beim ICE. Ich glaube, zwischendurch haben wir noch einmal S-Bahn oder zweimal S-Bahn gefahren. Da kommt tatsächlich auch noch ein Kollege mit der S-Bahn. Genau. Tatsächlich, ausnahmsweise habe ich mir heute ein paar Notizen gemacht. Das gehe ich mit euch gleich mal durch. Jetzt möchte ich aber gerade noch hier heile aus München Hauptbahnhof rauskommen. Wenn ich hier jetzt anfange, irgendwas an meine Notizen zu gucken, dann bekomme ich hier 100 Zwangsbremsungen, weil ich irgendwas wieder übersehe und nicht bestätige. Und ich sehe auch gerade Verhalten in Pasing nicht, wir sind ein dort durchfahrender Zug. Okay. Also ich kann auf jeden Fall schon mal so viel sagen. Ich freue mich auf jeden Fall auf TSW4. Wird es bei mir auf jeden Fall geben. Werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Wahrscheinlich die Standard Edition, weil für Steam-Nutzer ist die Standard Edition, wenn man die vorbestellt, ja günstiger als später die Regional Editions, also die Austrian Edition, Austria Edition, glaube ich, heißt sie. Zum Beispiel oder auch die anderen Regional Editions. Weil durch diesen Loyalitäts-Rabatt kommt man ja 25% Rabatt auf Steam und nicht 20% wie auf einer anderen Plattform. So, dürfen wir jetzt mal schneller als 40 fahren, bitte? Ich fühle mich hier sehr langsam als ICE. Strukturell benachteiligt fühle ich mich. Perfekt, okay. Da drüben die Donnersberger Brücke. Hi, Kollege. Mit dem ICE3. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir so weit aus München raus, dass wir anfangen können, hier mal drüber zu sprechen. Und noch eine kurze Ergänzung zur Vorarlbergbahn. Die wurde ja angekündigt gehabt, da habe ich mit euch am letzten Video schon drüber gesprochen. Da habe ich auch Bilder eingeblendet zu. Genau, die wird sein, Stand 2019. Wurde gesagt, dementsprechend wird der Haltepunkt Lindau-Reutin dort nicht existieren. Den gibt es ja in echt mittlerweile. Also früher gab es ja Lindau Hauptbahnhof auf der Insel eben. Und da sind alle Züge hingefahren, auch die Fernverkehrszüge und so, und die muss man den Kopf machen, wenn sie dann zufällig geendet haben in Lindau. Ich weiß gar nicht, gibt es Züge, die in Lindau enden? Ich weiß, also Fernverkehrszüge, ich weiß es gar nicht.
Genau, und jetzt ist es ja mittlerweile eben so, dass die Fernverkehrszüge alle nach Lindau-Reutin fahren und die Regionalzüge so teils nach Lindau-Reutin oder eben zum ehemaligen Lindau Hauptbahnhof, der mittlerweile Lindau Insel heißt. Das ist ja jetzt seit ein paar Jahren so und 2019 war es eben noch nicht so. Und genau. Das Ganze mit dem Stand 2019 dann also ohne Lindau-Reutin. Das war eigentlich das, was ich sagen wollte, weshalb ich da so ausführlich das gesprochen habe mit euch, weiß ich auch nicht. Okay. Genau, dementsprechend gibt es dann noch Formsignale an der Stelle, wo heute Lindau-Reutin steht. Das war, glaube ich, wohl eine Abstellanlage oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Da bin ich nicht tief genug in der Materie drin. Ich würde wohl auch die Möglichkeit geben, wenn man einen Luzern-Sursee hat, das habe ich ja, also wird es bei mir auch geben. Entsprechend gibt es dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, KI-Fahrten auf jeden Fall, ich glaube auch ein paar normale Fahrten. Mit dem Flirt, ich glaube eigentlich wäre ein anderer Schweizer Zug. Aber in dem Fall ist es dann eben der Flirt, weil es eben, weil der Flirt eben das einzige normalspurige Fahrzeug ist, was es bisher für die Schweiz gibt. Genau, außerdem wird es die Baureihe 628, ich glaube, das habe ich mit euch auch noch nicht besprochen, da bin ich mir gerade unsicher, ich glaube aber, ich habe es noch nicht besprochen mit euch. Es wird ein kostenloses Update für die Niddatalbahn geben. Und zwar wird es dabei die Baureihe 628 in Verkehrsrot geben. Keine Angst an alle Leute, an alle Fans der 90er, der Bundesbahn, was weiß ich. Der andere 628 in dem Grün bleibt euch natürlich erhalten und die 628 in Rot wird auch nicht die grünen Fahrten, die von dem Grünen ersetzen. Auf der Niddatalbahn fährt der Rote nicht, zumindest nicht, wenn ihr nicht ein eigenes Lager davon baut. Das fahren wir gerade an Parling vorbei. IS-Bahn. Genau. Also der wird nicht dort eben entsprechend fahren auf der Niddatalbahn. Der wird aber KI-Fahrten auf der Vorarlbergbahn haben, der 628 in Verkehrsrot. Und ich würde tatsächlich auch mal behaupten, um mal gerade wieder so ein bisschen in die Spekulation reinzugehen, weil es hieß ja, der Rote wird ja nicht auf die Niddatalbahn passen, deswegen macht es doch keinen Sinn, da den Roten einzusetzen. Ah, da kommt noch einer aus dem Berg, gerade ein Kollege, okay. Oh, wir dürfen schneller fahren. Und der Grüne passt aber eben nicht auf die aktuellen Strecken. Und jetzt frage ich mich halt, man würde keinen roten 628 machen, nur als KI für die, na, jetzt dürfen wir schneller fahren, für die Vorarlbergbahn. Es kann natürlich sein, es gibt gleich nur, also es gibt nur einen neuen Fahrplan für die Strecke, dazu kommen wir gleich noch. Kann sein, dass er da auch als KI irgendwie eingesetzt wird, aber ja, ich glaube, ich vermute, da kommt noch irgendwas. Vielleicht nicht unbedingt eine neue Route mit dem, aber irgendwas, wo der drauf gelayert wird, wird da bestimmt noch kommen. Genau, da gibt es einen neuen Fahrplan. Zum einen für New York Trenton. Überraschung, der wird der 628 natürlich nicht drauf gelayert. Das ist nicht das, was ich meinte. Der wird auch noch für TSW3 erscheinen. Ah, apropos, die Updates, die vor einem Jahr als TSW3 rauskam, für TSW3 mit erschienen sind und für TSW2 erscheinen sollten später noch. Die werden nicht mehr erscheinen, weil es da wohl Probleme gab und man nicht den TSW2 jetzt kaputt machen will, sozusagen, indem man da irgendwas drauf macht, weil es funktioniert ja jetzt so, wie es ist. Wenn ihr das eben haben wollt, müsst ihr dann TSW3 oder dann jetzt bald dann TSW4 kaufen. Eben sowas wie der neue Fahrplan für Hamburg-Lübeck oder sowas. Der für uns jetzt gar nicht mehr neu ist, für uns als TSW3-Spieler, weil wir den erst nur seit einem Jahr haben, aber TSW2 hat den eben nicht bekommen. Genau, dann wird es aber noch einen neuen Fahrplan für Köln-Aachen geben. Es ist wohl so gewesen, dass der nette Mensch, der das macht, den Fahrplan oder die meisten Fahrpläne, dass er da diesen New Journeys Expansion Pack Fahrplan gemacht hat und dabei da irgendwie nicht genug Zeit hat und irgendwie seine Ansprüche waren höher, er wollte mehr machen gerne. Und hat deswegen gestern nochmal einen krasseren Fahrplan gemacht. Wo noch mehr ist als bei New Journeys Expansion. Zum einen mehr Linien, auch mehr S-Bahn-Linien und so und auch ein paar mehr Regionalbahn-Linien und aber auch mehr KI-Verkehr, vor allem in Köln und Aachen. Natürlich sehr nett. Und in, jetzt bin ich gerade überlegen, wie heißt der Halt? Es gibt diesen einen Halt in der Nähe von Aachen, ich glaube Eilendorf oder so heißt der.
Ich muss mir die AFP gerade mal umstellen. Ist aber nämlich in der LZB aufgenommen worden. Ich glaube, Eilendorf heißt der. Der wird bisher von keinem Zug angefahren, weil wir halt nur die REs haben. Also nur den RE9 mit dem Talent, der ja standardmäßig mitgeliefert wird bei Köln-Aachen. Und den RE1 mit den Dostos, der von irgendwo gelayert wird. Vielleicht von der Main-Spessart-Bahn oder so, ich weiß es nicht. Genau, aber diese REs halt nehmen beide nicht in Eilendorf. Ich hoffe, das heißt so. Und jetzt gibt es aber wohl noch in irgendeiner anderen Form noch Fahrten, die entsprechend da halten. In Eilendorf. Genau. Also sehr schön auf jeden Fall, wenn Köln-Aachen nochmal ein Update bekommt vom Fahrplan her. Dass es nochmal belebter aussieht, finde ich cool. Also ich muss sagen, am Anfang habe ich Köln-Aachen so ein bisschen gehasst nach einer Zeit. Weil ich halt, ich habe, also TSB 2 war der erste TSB, den ich mir gekauft hatte. Dann hatte ich am Anfang halt, also ich hatte mit TSB 2 gekauft, direkt die Hauptstrecke Rhein-Ruhr mit. Und dann hatte ich aber auch ziemlich lange noch nichts mehr gekauft gehabt. Dann hatte ich ziemlich lange nur die Hauptstrecke Rhein-Ruhr und Köln-Aachen eben als Deutschstrecken. Und Köln-Aachen war halt schon cooler als die Hauptstrecke Rhein-Ruhr, weil es eben eine TSB 2 Strecke war und eine Hauptstrecke Rhein-Ruhr ist ja TSB 1. Und bis ich ein Update bekommen hat, hat der auch ewig gedauert. Deswegen habe ich dann natürlich viel Köln-Aachen gefahren. Damals gab es natürlich auch noch keinen U-Turn in die 6-Bahn-Stunde, ne? Deswegen war das dann irgendwann einfach absolut ausgelutscht. Deswegen habe ich das dann irgendwann einfach nur noch gehasst. Aber mittlerweile fahre ich da schon gerne nochmal eine Fahrt drauf. Muss man ja schon sagen, Köln-Aachen ist schon eine nice Route. Vor allem mit dem U-Turn in die 6-Bahn-Stunde und mit dem kommenden noch cooleren Fahrplan. Genau. Da erwartet mich auf jeden Fall was. Da werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video von Köln-Aachen in der Zukunft dick machen. Genau. Dann gab es ja vor einer Zeit schon, also vor langer Zeit für TSW 2 noch, kam ja die Baureihe 187 von Skyo Games raus. Das war eine ziemliche Katastrophe, weil da sich ziemlich viele Leute beschwert haben. Also es war keine Katastrophe, weil sich ziemlich viele Leute beschwert haben. Es war eine Katastrophe, weil der Sound wohl ziemlich schlecht war und auch ziemlich vieles anderes ziemlich schlecht. Und den Sound wollten sie halt irgendwie patchen, das haben sie dann lange Zeit nicht gemacht. Und dann irgendwann kam auf der Roadmap dann, dass es erstmal gestoppt ist, das Projekt, und dass man nicht mehr weitergemacht wird, dieser Soundpatch. Und jetzt gab es natürlich überraschend, kam jetzt für TSW 4 die Neuigkeit, dass ein Sound-Update für die 187 für TSW 4 dann mitkommen wird. Blöd natürlich für alle TSW 2 oder 3 Spieler, die werden das nicht bekommen. Aber ja, TSW 4 muss man sich ja eh kaufen, wenn man hier am Zahn der Zeit oder wie das heißt bleiben möchte. Von daher, jo, genau. Dann, wobei, nee, das machen wir gleich. Dann wurde auch gesagt, dass irgendein Bug gab es wohl bei dem. Also, es gibt ja für Rapid Transit ein DLC, wo noch eine, glaube ich, 182 mit Dostos oder so beliefert wird. Und irgendein Problem gab es da wohl mit den Dostos, irgendein Bug, der jetzt behoben wurde, keine Ahnung, was da passiert ist, die muss ich mal gerade hier raus tabben. Genau. Weil sie haben noch eine Roadmap veröffentlicht, was so in den nächsten 6 bis 12 Monaten geplant ist. Genau, also am Launchtag am 26. September, ich glaube, das habe ich komplett vergessen zu sagen, wann das veröffentlicht wird, Transit World 4, in meinem letzten Video. Das habe ich dann in die Kommentare geschrieben. Ich hatte nur gesagt mit dem Early Access, das hatte ich glaube ich erklärt. Also am Launchtag wird natürlich überraschenderweise Transit World 4 gelauncht, wer hätte das gedacht. Dann kommt als Österreicher Strecke die Vorarlbergbahn an dem Tag, die East Coast Mainline als britische Strecke und als amerikanische Strecke die Antelope Valley Line. Außerdem die Vectron und Flying Scotsman und der Editor V1 kommt mit. Und das Nahverkehr Dresden, also Dresden-Riesa Transit World 4 Upgrade kommt auch mit. Dann circa in 1 bis 3 Monaten, also beziehungsweise 1 bis 3 Monaten nach Release dann, soll es ein Winter-Core-Update geben. Das beinhaltet einen Formationsdesigner. Den habe ich noch nicht genau im letzten Video erklärt, weil der eben noch nicht direkt mit Release kommt. Da ist es dann so, dass man dann sagen kann, dass man sich eine eigene Formation bauen kann. Momentan ist es ja so, ich habe jetzt diese Formation hier. Und wenn ich jetzt aber sagen will, ich möchte gerne, zum Beispiel, ich möchte ein Szenario machen, wo ein ICE liegen geblieben ist. Und ich möchte den gerne mit der 101 abschleppen. Gut, das ist eine schlechte Idee, weil dann kann ich ja was den ankuppeln. Aber gehen wir mal davon aus, dass das Szenario so startet, dass man schon angekuppelt ist.
Das geht halt momentan nicht, weil man keine Formation bauen kann, in der hier der ICE 3 ist und davor die 101. Also das geht halt nicht, weil es halt keine Formation entsprechend mitgeliefert wird. Und dann ist es aber in Zukunft, dass man eigene Formationen bauen kann. Das ist aber allerdings limitiert auf das, was halt in Real Life auch geht. Zum Beispiel momentan ist es ja auch schon so, dass es da, dass das mit der 110 und den DOS-Stoß, glaube, war das doch irgendwie, ne, Moment, nicht mit der 100, doch, dass man da irgendwie, glaube, wenn man, muss man über das Haft, glaube ich, die Türen öffnen oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas ist doch, weil das eigentlich nicht kompatibel ist mit der Türsteuerung. Irgendwie so ist es doch. Genau, wenn sowas halt nicht kompatibel ist, die Lok mit den Wagen, dann funktioniert halt auch im Formationsdesigner nicht. Das blockt der aber dann wohl schon intelligent ab. Aber wie das genau läuft, das werden wir dann sehen, wenn der Release wird in 1 bis 3 Monaten. Außerdem eins des Suspension Improvements, was ist Suspension Improvements? Ich hätte es vorher nachnehmen sollen. So, also irgendwie, okay, ja, irgendwelche Improvements, okay. Genau, und dann ist noch eine deutsche Route in 1 bis 3 Monaten geplant von DTG. Weil, also, es ist ja, also, dort ist natürlich keine andere Route in den nächsten 1 bis 3 Monaten, abgesehen von den eben genannten, die beim Launch mit erscheinen, von DTG geplant. Und eine deutsche Route macht natürlich auch Sinn, weil eine deutsche Route ist ja die einzige von diesen 3 Basisländern, sag ich mal, die nicht, also die nicht mitgeliefert bei TSW 4 ausnahmsweise. Sonst ist ja immer deutsche Route, amerikanische Route, britische Route gewesen. Ich kann natürlich hier die großen Schauberger von mir schon direkt, ja, aber Lindau liegt doch in Deutschland. Ja, Leute, das ist gefühlt 2 Meter, ja, bis zur Grenze. Dann Partner-Releases in 1 bis 3 Monaten ist zum einen die Route Blackpool-Preston-Omskirk. Hoffe, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Von Just Trains, eine britische Route, die wurde schon länger angeteasert in den Roadmaps, gab schon Bilder, wurde aber bisher nicht gesagt, welche Route. Es wurde dann im Zuge von Dafty Direct auch verkündet, welche Route das sein wird. Außerdem ist in den nächsten 1 bis 3 Monaten noch eine Schweizer Route von Rivet Games geplant, finde ich sehr, sehr gut, dass man wieder eine Schweizer Route kommt. Die Frage ist jetzt, ob RHB oder eben Schweizer Normalspur oder eben doch was ganz anderes. Wir haben ja von beiden bisher eine Route, also es gibt ja bisher 2 Routen, einmal die Aurora Line, einmal die S-Bahn Zentralschweiz, Luzern-Losee. Ich muss sagen, ich bin für beides offen, solange bei der RHB, also weil es RHB wird, solange da eben entsprechend einer der Triebwagen mitgeliefert wird, weil ich bin halt nicht nur der Fan von diesen Lokwagenzügen, zumindest bis auf ein paar Ausnahmefälle. Ich bin eher der Fan von Triebwagen, von modernen Triebwagen. Und das ist halt bei dieser Lok, die dabei der Aurora Linie geliefert wird, ist halt nicht so meins. Und außerdem soll die auch nicht so mega geil sein. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, außerdem ist noch ein Gameplay, beziehungsweise 2 Gameplay-Packs von Rivet Games geplant und dann 1 bis 3 Monate nach Release sind natürlich auch noch die Post-Release-Improvements, also irgendwelche Verbesserungen nach dem Release, irgendwelche Bugfixes. Eben noch geplant. Genau, das sind die Sachen von den nächsten 1 bis 3 Monaten. Also ich finde es natürlich sehr cool, die deutsche Route, die Schweizer Route. Und vielleicht ist bei den Gameplay Packs auch was dabei, man weiß es nicht. Das steht noch nicht dabei, für welches Land es sein wird. Das Winter-Core-Update ist jetzt auch cool, wobei das ist jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt benötige. Dann die nächsten 4 bis 6 Monate. Da sind noch wieder 3 Add-ons von Dafty Games geplant. Eine US-Route, eine UK-Route und eine German-Route. Also für die 3 Basisländer hier was wieder eine Route. Bedeutet, wir haben im nächsten halben Jahr schon 2 neue deutsche Routen. Dann von den Third-Party-Partys hier, von den Third-Partys, eine UK-Route von Rivet Games und ein Loco-Pack von einem neuen Partner, der noch nicht genannt ist, wer das denn genau ist. Und es soll dann in den nächsten 4 bis 6 Monaten auch der Editor Version 2 rauskommen. Also nochmal eine Verbesserung wahrscheinlich, wird man nochmal ein paar Sachen ändern. Genau. Natürlich hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, alle Dinge natürlich ohne Gewehr, alles mit Vorbehalt. Kann sich natürlich alles ändern, ne? Und dann in den nächsten mindestens 6 Monaten, also 6 plus Monate, kann sich alles bedeuten dann. Das Einzige, was wir ausschließen können, ist, dass es in den nächsten 6 Monaten kommt. Danach
Kann es irgendwann kommen, ich gehe aber mal davon aus, dass es die nächsten 6 bis 12 Monate gemeint sind. Für da ist noch eine Österreicher-Route geplant, das finde ich sehr schön, muss ich sagen. Vielleicht, also ich fände es ja cool, ich finde schade, dass da kein Österreicher Logo-DLC irgendwo noch was steht. Weil ich muss sagen, ich fände schon Railjet auch schon cool, aber wahrscheinlich warte man erstmal ab. Entsprechend, wie sich die Österreicher-Route verkaufen, dann wenn man, also, sie haben ja irgendwann schon mal gesagt, wenn sie beschließen, dass sie was bauen, vor allem bei den Routen, es dauert ja meistens mindestens ein Jahr, bis sie da eine Route fertig gebaut haben, von Beginn an. Also wird ein bisschen dauern. Genau, eine österreichische Route, eine deutsche Route, eine amerikanische Route, eine britische Route, eine amerikanische Lok und eine deutsche Lok auch noch. Also in den nächsten, sagen wir mal 12 Monaten, haben wir auf der Roadmap drei deutsche Loks, drei deutsche Strecken, eine deutsche Lok, eine österreichische Strecke und eine Schweizer Strecke. Das sind so die Dinge, die ich interessant finde. Gut, man weiß natürlich nicht, bei den Strecken können natürlich auch noch oder werden bestimmt auch irgendwo noch neue Fahrzeuge dabei sein, insbesondere bei der Österreicher- und Schweizer Strecke, weil man hat ja da noch keinen großen Fahrzeugpool aufgebaut, aus dem man sich bedienen könnte. Genau, außerdem von den Partnern, von Third Party, eine britische Route von Rivet Games und noch ein Logo-Pack von noch einem neuen Partner, vermutlich dann der gleiche neue Partner wie der das andere Logo-Pack macht. Und außerdem ist in den nächsten 6 bis 12 Monaten auch noch der Editor V3 geplant. So, jetzt habe ich ja die ganze Zeit mitbekommen, wir bremsen schon Richtung Augsburg. Die LZB bremsen schon ab. Da bin ich ja gerade fertig geworden, rechtzeitig. Mit dem Besprechen hier. Von dem ganzen Zeug. Was wir auch noch gesagt haben, ist, dass es. Das war das, was ich eben noch besprechen wollte. Was ich eben ausgelassen habe. Weil. Euch wird es mit Sicherheit aufgefallen sein. Mensch, da steht dann irgendwo DD420 von Trains of Germany. Die stand ja bisher immer auf der Roadmap drauf und wurde immer geschoben und geschoben und geschoben und dann irgendwann war nichts mehr von zu hören so. Und die stand halt immer noch auf der Roadmap drauf und ist jetzt gar nicht mehr drauf. Da hat der Gamefest gesagt, die Lok ist nicht, also ist es nicht so, dass sie nicht mehr kommt. Die kommt auf jeden Fall. Die ist auch gerade in Arbeit aktuell. Es gibt aber nur aktuell halt noch keinen Release-Zeitpunkt. Man kann aktuell noch nichts genau sagen. Was sie jetzt auch gesagt haben, ist, dass München-Augsburg halt auf jeden Fall noch eine Überarbeitung in irgendeiner Form benötigt, ob das jetzt natürlich komplett dieses neue, ob das natürlich also Multitasking, genau, nicht mein Ding, ob das jetzt diese komplette, hi Kollege, wie oft habe ich den Satz schon angefangen, ob das jetzt, so, Moment, jetzt habe ich es gleich, ja, jetzt gehen wir nicht auf die Eier, Sifa. Ob das jetzt die komplette, die neue komplette Umgebung, also den neuen Himmel und so von TSW 3, diese neuen Lichtsysteme und was weiß ich, ob jetzt das alles beinhaltet, dann das Update für München-Augsburg, wird sich ja anbieten, wenn man ein neues Lok-DLC dafür. Oh, fuck. Genau, das wird sich anbieten, wenn man das. Eben entsprechend den DLC im Form der 420 hier dafür veröffentlicht, dass man dann entsprechend auch die Strecke auf den deutschen Stand bringt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Genau. Und man muss es halt wohl noch irgendwie optimieren, weil sie würden da auch keinen, glaube ich, neuen Fahrplan für machen mit mehr Fahrten, aber das ist wohl aktuell irgendwie nicht möglich wegen Performance und so, weil der Münchner Hauptbahnhof da nicht so performance-technisch so gut ist. Da müssen sie wohl noch optimieren oder sowas, ist wohl auch sehr zeitaufwendig, keine Ahnung. Kenne ich mich nicht so mit aus, ne? So, auf den letzten Meter noch eine Zwangsbremsung bekommen. Nicht gut. Ja, ich glaube, es dauert jetzt einen kleinen Moment. Wir können uns hier gerade einen tollen Zug mal angucken. Ja, ICE3. Deutschland schnellster Klimaschützer. Gut, dass da nicht einsteigen steht. Hat absolut seine Richtigkeit. Licht hinten ist nicht an, ne. Ja, so mega dunkel ist aber noch nicht. Man hätte es nicht anmachen können, aber. Ja. Na komm.
Hey, komm, Leute. Ah, dann wird mein Nürnberg ab und uns passt doch. Ich bleib hier liegen am Ende oder was? Die wollen mich verarschen. Habe ich eben noch über einen Abschleppzug geredet? Über so einen Abschleppszenario. Brauchen wir das jetzt hier? Also brauche ich jetzt hier. Abschleppzug, oh mein Gott. So, warte, wenn wir erstmal alles hier. Ach, die AfB ist auf Null oder was? Daran liegt das wahrscheinlich. Ja, die habe ich gerade auf Null gestellt, ist mir schon klar, aber. Ja, manchmal gerade die AfB aus. Jetzt. Irgendwas ist da schon wieder schief gelaufen, wahrscheinlich eher von mir. Aber ist halt so, ne? Ich bin ja noch gerade gucken hier. Hallo? Ey! Da steht Nürnberg, oder? Ja, das müsste Nürnberg stehen. Hallo? Ja, müsste. Ah, muss ich gleich noch gucken. Ja, alles im grünen Bereich. Wir wollten natürlich nur kurz warten, damit wir ja nicht zu früh sind. Zeittechnisch ja alles im grünen Bereich. Wir wollten uns ja kurz das Bahnhofsvorfeld noch angucken hier. Wie das genau aussieht. Was ist das da oben? Man weiß es nicht. Haben wir den letzten Meter auf Nummer sicher, ich weiß jetzt 90. Aber wir können auch einfach mit 40 fahren, das ist jetzt auch schaden, jetzt auch nicht, wir kommen so oder so. Noch irgendwie wohl pünktlich an, würde ich mal hoffen, zumindest einigermaßen. Und dann übernimmt irgendein Kollege diesen Zug. Und fährt dann wahrscheinlich irgendwie weiter nach München oder irgendwie hier so eine Kurve rum. Und dann hier hoch, keine Ahnung. Also wer von München nach Nürnberg möchte, der ist auf jeden Fall, der sollte nicht mit diesem Zug fahren, das ist irgendwie ein bisschen Umweg. Irgendwie ein bisschen Quatsch, so zu fahren. Dann nimmt entweder den ICE direkt über die Schnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt oder eben der München-Nürnberg-Express auch über die Schnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt. Wir sind eine einfache Traktion, oder? Ja. Dementsprechend brauchen wir nicht so weit vorfahren. Ja, sie weiß gut. Komm, wir bremsen jetzt einfach hier. Ich bin gerade mal egal, hier vorne noch eh das Dach auf. Stehen wir mit, wenigstens mit dem kompletten, also unter dem kompletten Dach, nicht mit dem kompletten Zug unter dem Dach, das stimmt nicht. So. Dann machen wir rechts wieder auf. Jetzt gucken wir gerade. Ah, ne, Moment. Ob das hier geklappt hat. Ne, Moment, hier ist keine. Ja, warum ist hier keine Anzeige? Ich sehe 1502, ja, cool. Ich dachte, da würde irgendwo stehen. Hier steht Nürnberg Hauptbahnhof, aber drin steht irgendwie nicht aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Oder muss ich dafür das Licht drin anmachen? Kann ja eigentlich auch nicht sein. Naja. Soll das nicht mein Problem sein, das soll das Problem des, das soll das Problem des Lokführers sein, der das Ganze übernimmt. Oder eben das Problem alternativ auch der Fahrgäste, die dann keine Informationen haben. Naja, müssen sie leider am Handy gucken in der DB-App, ne? Und dann würde ich sagen, das war's von dieser Folge Train Sim World 3. Und dann würde ich sagen, wir haben hier gerade noch so Fotomode, haben wir leider noch nicht, kommt den ersten Train Level 4. Kann ich gerade noch ein schönes Foto machen. So, und bis dahin. Und ciao.